Seit der Antike ist in Ägypten und vor allem in seiner Hauptstadt Kairo eine Kultur entstanden, die die gesamte arabische Welt inspiriert hat. Im ägyptischen Dialekt heißt das Land Umm al-Dunya, Mutter der Welt. An den Ufern des mystischen Flusses Nil erbaut, ist die Stadt von einer Geschichte geprägt, die 50 Jahrhunderte alt ist. Kairo ist eine Welt für sich und nährende Mutter von 23 Millionen Einwohnern. Vor fast einem Jahrhundert brachte diese blühende Stadt, in der sich Tradition und Moderne begegnen, die bedeutendste Sängerin der arabischen Welt hervor. Von Bagdad bis Tanger wird Umm Kulthum von über 300 Millionen Arabern verehrt. Über 40 Jahre lang ist sie die uneingeschränkte Königin der orientalischen Musik und ihre wichtigste Botschafterin überall auf der Welt. Sie singt für Arm und Reich, für Intellektuelle und Analphabeten. Sie erzählt von den Hoffnungen, Kämpfen und intimsten Träumen eines Volkes, das sie auch heute noch anbetet. Die Ufer des Nils sind nach wie vor die Lunge der stickigen Millionenstadt Kairo. Sie sind eine beliebte Promenade und verbinden die Hauptstadt mit dem Rest des Landes. In den 1920er Jahren kommt Umm Kulthum von ihrem Dorf im Nildelta nach Kairo, das zu ihrer Lieblingsstadt wird. Noch ist sie nur eine junge 20-Jährige vom Land. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen und hat keine künstlerische Ausbildung genossen. Wie Millionen von Ägyptern seit Jahrtausenden ist sie eng mit dem Fluss verbunden. Er ist die Quelle des Lebens und der Kultur. Seine ganze Schönheit kann man von der Brücke der Insel Roda in Kairo aus bewundern. Jeder, der im Nildelta Ägyptens geboren wurde, hat eine besondere Verbindung zu dem Fluss. Er ist wesentlicher Bestandteil des Alltags. Diese Beziehung hält ein ganzes Leben lang. Das zeigt sich, als ich Umm Kulthum 1922 in Kairo niederließ und bald danach den Nil besang. In Ägypten nennt man den Nil im Volksmund poetisch das Meer, in Anspielung auf seinen weiten Horizont. In Kairo ist er der Fluss der Fischer, aber auch der vielen Bauern, die in der Hauptstadt Zuflucht suchen. Diesen Menschen fühlt sich Umm Kulthum immer verbunden. Die besondere Beziehung, die sie zum Nil hatte, kommt in ihrem berühmten Lied Ala Baladi El Mahbub zum Ausdruck. Dort heißt es, bring mich zu meinem geliebten Land. Der Kummer wächst und die Entfernung zehrt an mir. Es ist ein kurzes Lied, leicht zu lernen und auch heute noch sehr bekannt. Später sang Umm Kulthum ihr berühmtes Lied Der Nil, inspiriert von einem Gedicht des großen Poeten Ahmed Shoki. Das Gedicht hat 153 Verse. Sie wählte 24 für das Lied aus. Sie ist eine Tochter des Nils, aber auch eine Tochter Ägyptens und seiner stärksten Religionsgemeinschaft. Der Islam ist omnipräsent. Sie ist eine Tochter des Nils, aber auch eine Tochter Ägyptens und seiner stärksten Religionsgemeinschaft. Der Islam ist omnipräsent. Daran erinnert auch Umm Kulthum in ihrem Dorf im Nildelta. Ihr Vater, ein Imam, führt sie in den Sprechgesang der Suren des Korans ein. Dadurch lernt sie singen. Damals ein Privileg, denn diese traditionelle religiöse Ausbildung ist eigentlich nur den Jungen vorbehalten. Sie lernte die Heilige Schrift auswendig.
Das war eine wichtige Schule für sie und entscheidend für ihren Werdegang. Wir wissen, dass die Psalmodie des Korans die Grundlage für das Kunstlied bildete, das Anfang des 20. Jahrhunderts in Kairo aufkam. Trotz ihres Talents hätte Umm Kulthum genauso in ihrer Heimatregion bleiben und zu religiösen Anlässen singen können. Doch ihre außergewöhnliche Stimme wird von zwei namhaften Musikern aus Kairo entdeckt, die die junge Frau bei einer Aufführung im Nildelta singen hören. Sie sind es, die Kulthum dazu bewegen, in die Hauptstadt zu kommen. In Kairo herrscht damals eine politische und künstlerische Aufbruchsstimmung. Im Zuge des Ersten Weltkrieges entbrennt in Ägypten eine Revolution. Es geht um die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft. In den Kaffeehäusern des Stadtzentrums treffen sich Künstler und Intellektuelle. Sie träumen von der Unabhängigkeit und einer kulturellen Renaissance der arabischen Welt. Hier kreuzen sich Philosophien und Einflüsse, die auch aus dem Westen stammen und sich in der Architektur widerspiegeln. Das ist das Herz der Stadt. Wir befinden uns in der Talaat Harp-Straße, die früher nach Soliman Pascha benannt war. In der Architektur der Innenstadt mischen sich verschiedene Strömungen. Franzosen, Italiener, Österreicher und Deutsche haben hier gewirkt. Ägyptische Architekten kamen erst später dazu, in den 1930er Jahren. Es gibt zwar einen dominanten Stil, aber die einzelnen Einflüsse bleiben sichtbar. Das macht das Besondere der Innenstadt aus. In diesem Viertel gibt Umm Kulthum 1922 ihr erstes Konzert, ganz in der Nähe des berühmten Café Riche. Die intellektuelle Elite Kairos verfällt dem Charme ihrer einzigartigen Stimme und nimmt sich der jungen Sängerin aus dem Volk an, um sie auf intellektueller und künstlerischer Ebene zu formen. Umm Kulthum emanzipiert sich. Die Geschäfte bieten die neueste Mode aus Paris oder London an. Mondän gekleidet, beschreitet sie ihren Weg als unabhängige Frau. Sie folgt der Mode der 20er und 30er Jahre. Das zeigen ihre Lieder und ein bedeutender Film, einer der ersten, der in den 30ern im Studio Mass gedreht wird. Ihr Stil spielt auf den Charleston und die Art Deco an. Sie wird zum Symbol der ägyptischen Frau. Belesene Feministin und eigenständige Künstlerin. Das ist ihr Beitrag zur Emanzipation der arabischen Länder. Unweit der Talaat Harp-Straße trifft man auf eine weitere Station im Leben der Ikone Umm Kulthum. Das Kino Kasr el Nil. Hier gibt sie, inzwischen zu einer künstlerischen und politischen Größe aufgestiegen, ab den 50er Jahren jeden ersten Donnerstag im Monat ein Konzert vor einem Publikum, das das gesellschaftliche Spektrum Kairos abbildet. Auf diesen monatlichen Konzerten stellt sie ihre aktuellen Lieder vor. Ihr Ruhm geht bald über die Grenzen Ägyptens hinaus. Der staatliche Rundfunk überträgt die Konzerte. Und Kulthums Stimme ertönt live tausende Kilometer entfernt in Casablanca, Tunis, Algier oder Beirut. Die gesamte arabische Welt verharrt in fast religiöser Anbetung vor ihrer Musik. In dieser Zeit ist sie die Stimme des Ägyptens unter Nasser und inspiriert andere arabische Länder, die immer noch für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Auf der Spitze ihres Ruhms zieht Umm Kulthum in das wohlhabendste Viertel von Kairo, Zamalek auf der Nilinsel Djezire. Hier stehen prächtige Anwesen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ich glaube, sie hat sich aus zwei Gründen für Zamalek entschieden. Zum einen, weil es ein ruhiges Wohnviertel war. Aber viel entscheidender war, dass es direkt an den Nil grenzte. Den Nil kann sie von ihrem Balkon aus sehen. Nach ihrem Tod wird ihre Villa abgerissen und ein Hotel errichtet. Das Haus von Umm Kulthum war stets ein Ort des künstlerischen Schaffens.
Dieses Haus empfing im Laufe der Jahre viele namhafte Besucher, darunter Dichter und Komponisten. Im Leben eines Dichters oder Musikers war es die größte Ehre, von Umm Kulthum eingeladen zu werden. Sie war viel mehr als eine einfache Interpretin. Sie war eine große Poetin und Musikerin. Sie hatte bedeutenden Einfluss auf die damalige Musik und Dichtung. Und die Dichter akzeptierten das. Sie inspirierte viele Dichter. Allen voran Ahmed Rami. Alle Liebesgedichte, die er in seinem Leben verfasste, waren für Umm Kulthum. Umm Kulthum singt über leidenschaftliche Liebe und über die Sehnsucht. Sie erfindet eine neue Kunstform. Ihre langen, poetischen und modernen Lieder verströmen auch eine Nähe zum Volk. Sie avanciert zum ultimativen Star und wird von der Presse belagert. Sie zieht sich in ihre Villa in Samalek zurück. Allein der Fluss ihrer Herkunft, der direkt neben ihrem Haus fließt, bietet ihr auf kurzen Spaziergängen Ausflucht. Mohammed Salmawi wohnte in seiner Jugend ganz in der Nähe von Kulthums Villa. An manchen Nachmittagen zeigte mir meine Mutter von unserem Balkon aus Umm Kulthum, die am Nil entlang spazierte. Das tat sie jeden Tag. Im Gehen betrachtete sie den Fluss. Vielleicht um nachzudenken, zu meditieren. Ich glaube, sie blieb der ländlichen Region Ägyptens, in der sie aufgewachsen war, immer verbunden. Auf ihrer Beerdigung am 5. Februar 1975 versammeln sich ungefähr 4 Millionen Ägypter in den Straßen Kairos. Was Umm Kulthum geschafft hat, ist, dass sie im Laufe der Jahre zum Symbol Ägyptens avancierte. Und ich meine damit nicht irgendein Symbol, sondern das Symbol schlechthin.